Guten Tag, hat er gesagt. Und somit bricht auch mein letzter Arbeitstag, also jetzt nicht im Spiel, sondern so, ne, in diesem Jahr an. Und war heute denn, also für euch denn war, ne, denn heute das letzte Mal arbeiten. Und ich denke mal, wenn die Folge rauskommt, sitze ich jetzt mit den ganzen Leuten aus der Firma zusammen und wir machen Glühwein trinken und einen Burger essen. Und dann war's das dieses Jahr. Unter Vorbehalt. Und dann muss ich erst wieder nächstes Jahr ran. Gott sei Dank. Man hat es ja auch denn irgendwann, ja, was heißt leid, aber hinter sich eben halt, ne, dann will man auch abschließen. Bin zumindest einer der Glücklichen, der zwischen Weihnachten und Neujahr hier arbeiten muss. Ich hoffe, den meisten geht es auch so. Und diejenigen, die dann ja doch noch arbeiten müssen. Gibt auch Schlimmeres. Ich glaube, die Menschen haben sich gewohnt oder sind gewohnt. Dann gibt es ja auch noch die Menschen hier bei der Feuerwehr, Rettungsdinger und sowas, ne? Die müssen ja auch dann bei den Feiertagen arbeiten. So. Und weil das mein Dings ist, mache ich heute früh, muss ich alles gleich fertig machen. Und bin jetzt hier auf dem Weg mit den Tatarinen, um mir ja den Airsoft zu reparieren, weil ich bin ja gegen so eine Hardcore-Kiste gegengefahren. Ne, wie Erwin schon erklärt hatte bei der letzten Folge, manche Kisten, da kannst du ordentlich durchfahren und manche Kisten gehen dir durch Mark und Bein. Ja, aber ist so, ne? Kannst du da nicht so ändern. Jetzt musste ich hier so durch, ne? Ja. Und das war eine relativ doofe Kiste gerade. Oder, ja, bei der letzten Folge besser gesagt. No. Aber mit den Tatarinen ist sie ja zum Glück nicht so weit weg. Mit den Tatarinen ist der Weg auch nicht anstrengend oder sowas. Bin eher so gespannt, ob wir denn wirklich jetzt mit den Reifen oder wegen den Reifen und der Federung nicht vorwärts kommen oder ob allgemein jetzt das Gewicht uns da so runterdrückt. Bin ich schon da? Ja. Das wird jetzt hier auch noch eine interessante Sache. Wir wollten dennoch das Holz abholen. Und den glaube ich nochmal am Haken Ziegel, ne? Wir wollten das auf jeden Fall runterholen hier vom Berg. Damit das denn nicht noch weiterhin im Weg ist, ne? Irgendwie so war das. Bin mir relativ sicher. Ich muss mir das gleich nochmal neu markieren, weil ich muss ja jetzt mit dem Weg hier hin markieren schon. Das wie. Ja, ne, das wäre jetzt die Aktion des Jahrhunderts gewesen, hätte ich das gemacht, ne? So, ne, den ja nicht, weil der hat ja alles. So viele Punkte haben wir gar nicht, ne? Aber zumindest ein bisschen. So. Aber wir könnten eigentlich auch noch nachtanken, ne? In den Asofreien. Ja. Hat sich das ja wenigstens auch. So, und jetzt machen wir einen Wechsel. Sind wir eigentlich denn schon höher? Weil, nee, der ist der falsche Asov. Stimmt, der hat ja noch gar nichts. Na, jetzt geht doch wieder, ne? Ja, dann hat wirklich die Feder. Oha. Irgendwie hier ein bisschen mich gerade stellen wieder. Ja, gut. Ach ja, und markieren wollte ich es, ne? Wir wollten ja jetzt hier erstmal irgendwie eine Wendung machen, so eine halbe, und dann hier irgendwie so lang, wenn es geht, ne? Und dann die restlichen Hölzer mitnehmen. Ah ja, zweimal Holz sogar, also viermal insgesamt. So wollte ich es mitnehmen, stimmt, da war was. Weil für die Wohndinger brauchen wir ja auch noch, das können wir ja dann da so abgeben. Ja. Und jetzt muss ich hier irgendwie nach oben kommen. So, erstmal anfahren. Ein bisschen gegenlenken. Ah, ich glaube, das auf der Karte sieht schlimmer aus, als es hier ist. Müsste funktionieren. Ja.
Und er gräbt sich hier nach oben. Qualvoll, aber er gräbt sich durch. Ja. Ja, der Azov, der ist schon nicht schlecht, ne? Einzig, was ich ein bisschen manko finde, ist wirklich, dass die keine Reservekanister oder sowas haben. Aber wenigstens das können sie ja haben, weißt du? So ein bisschen was an, am Benzin. Das wäre irgendwie cool. Klar, die haben Reichweite und der frisst ja auch nicht so viel an Sprit. An prima Sprit, aber ja, wisst ihr ja, ne? Man ist ja so verwöhnt bei der ganzen Sache. Das heißt verwöhnt, aber hättest du gerne ein bisschen mehr Reserve, weil die Karten, die werden ja auch, denke ich mal, immer schlimmer. Was heißt immer schlimmer? Aber da ist so ein bisschen mal drinne. Ach so, ja, so eine kleine Ankündigung. Ich weiß noch nicht, welche Uhrzeit ganz genau. Das wird wahrscheinlich dann schon so um 9 oder 10 Uhr früh sein. Ich mache einen Weihnachtsstream morgens. So 2, 3 Stunden lang. SnowRunner. Deswegen erzähle ich es auch hier. Und das sind natürlich die Leute, da will ich hier eigentlich die Karte ein bisschen weiterspielen. Und da sind die Leute eingeladen, die gerne mitmachen möchten. Und ihr wisst ja, das begrenzt das Ganze immer. Wenn ja nur 4 mitmachen. Und dann vorher bitte anschreiben, gegebenenfalls die Leute, die mich schon bei Steam haben, Bescheid sagen, wenn sie mitmachen wollen, damit ich das schon mal so eintragen kann. Weil nicht, dass dann der Stream kommt und dann kommen dann, weiß ich nicht, 6 Leute und ich muss dann 3 davon auswählen oder sowas. Also wer als erstes kommt, der malt zuerst. Also auf jeden Fall am 24. so gegen 9 Uhr, 10 Uhr. Gerne auch ankündigen, wenn ihr erst um 11 Uhr könnt oder so. Denn kann man zusammen eine Runde fahren. So als ja, so vorweihnachtliche Festdings. Manche können ja nicht, ne, weil die dann so Weihnachtsfest haben. Bei uns das geht das erst immer so abends los. Und Frauchen bereitet dann eh frühestens viel vor. Ja, kann ich eh nicht machen, weil darf nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, dann kann ich ja eine Runde spielen. Denn mir tut es ja dann nicht so weh. Das ist dann auch, denke ich mal, morgen, wenn ich dann ein bisschen. Also heute gibt es Glühwein und Hamburger. Wir machen so ja nicht eine kleine Weihnachtsfeier, weil die große ist bei uns immer erst im neuen Jahr. Die machen wir immer in Ruhe, wenn keiner mehr Weihnachtsstress hat und sowas. Und aber ich denke mal, denn die Stream-Ankündigung werde ich erst dann so machen, wenn ich am Freitag ein bisschen klarer bin, sprich morgen. Nee, das ist mir zu schräg. Das ist mir auch ja ganz schön schräg, ne? Oha. Wir machen das hier ganz in Ruhe heute. Bin auch heute ein bisschen, das heißt, früher wach geworden. Ja, doch, eigentlich schon, ne? Ich bin mich heute ein bisschen früher wach geworden. Und wenn wir so denn wieder raus können. So, warte mal. Ich muss ja jetzt erstmal an Kran nehmen, ne? Erstmal entladen, ne? Dann müssen wir in den Kranmodus hier rein. Und den hier nehmen und schon mal oben machen. So, dann muss ich hier erstmal raus. Muss ich den wieder verladen? Ach so, ist der Modus. Okay. So, dann mal. Nee. Okay. Erstmal wieder entladen. Ja, da wusste ich jetzt nicht mehr, ne? Dass der denn so springt. Okay, gut. Dann machen wir hier erstmal raus. Dann machen wir Frachtmodus. Nehmen hier die beiden mit. Wie zu wenig Platz. Okay. Nee, 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 nee.
Hä, was ist denn das für eine Sch Blöde? Okay. Macht gar keinen Sinn so richtig, ne? Aber ist okay. Kommt schon wieder hier der kleine Perfektionist in mir raus. Ich hätte genau hier haben wollen. Wo das gar keinen Sinn macht. Ein bisschen noch anziehen das Ganze. Damit das auch nirgendwo hin möchte. So, gut. Jetzt haben wir das hier zumindest fertig. Jetzt muss ich den Weg hier nach unten markieren. Also, es gibt hier den Weg, der, glaube ich, ist. Ich weiß nicht, ob der geht, ne? Aber am sichersten statt da lang. Guck ich mir gleich mal an hier. Also. Oh, wow, 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 wow. Okay, ich glaube, wir machen alles richtig. Ja, hier ist ja auch ein normaler Weg drin. Okay, alles richtig, gut. Sehr schön. Das läuft ja. Gaudi. Ja, und dann können wir ja zumindest den Ziegel runter machen. Wir können die Wohnbereiche, dann bräuchten wir, glaube ich, ein bisschen die Frachtcontainer noch. Dann muss ich gleich nochmal gucken, wo ich die herkriege. Aber vom Holz wird ja dann gar nicht so schlimm, was wir da zusammen haben. Weiß nicht, ob wir mit den Abos denn das mit der. Obwohl, da können wir den anderen wahrscheinlich nehmen. Der hat zwar keinen Kran dran, aber vielleicht können wir da noch einen Kran ranballern. Aber wir haben ja zwei Holz. Ich bin ja da mal ungünstigerweise umgekippt. Da liegt ja noch Holz am Asphalt, ne, da wo es so eisig ist. Und die könnten wir auch noch holen. Ein paar Frachtcontainer haben wir ja, ne? Die noch zu bauen sind eigentlich. Also ganz gerade ist der Weg aber auch nicht hier, muss ich sagen. Aber ich glaube jetzt, ja, jetzt haben wir gewonnen. Jetzt ist hier Feierabend. Aus die Maus. Wenn ich mich nur mal konzentrieren, wo ich die ganzen. Weil hier ist, glaube ich, das Quartier für die Wohndinger, ne? Ja. Hier ist das Unterkunftsbaustelle, genau. Machen wir hier erstmal rein, da können wir schon mal das ganze Holz abheben. Mr. Dan wartet da auch schon ungeduldig. Hat den halt jetzt erst entdeckt? War ich immer so weit. Oh, okay. Ja klar. So, das jetzt einlagern hier. Zack, zack. Achso, die anderen sind nicht verladen oder was? Ich mache ja mal folgende. Erstmal mache ich den. Ne. Zack hier. So, zack hier. Dann mache ich das alles verladen. Ah ja, war nicht verladen, okay. Raus hier, Lagerhaus. Die Ziege nicht. Also das kann man wieder nicht so wählen. Aber erstmal die ganzen Holzplanken rein. Wie viel haben wir denn hier jetzt? Aha, wir könnten drei Container herstellen. Einen haben wir hier sogar drin. Ach, den kann ich ja direkt schon bauen, ne? Den kann ich auch schon direkt mitnehmen, ne? Ne? Die nicht. Die unterkommen. Ja, okay, jawolla. Cool. Ja, und dann fahren wir hier mal eine kleine. Ich weiß gar nicht, mache ich das so oder?
Hier war ich schon mal lang gefahren. Oh, irgendein Grafikflip hier gerade. Er war da völlig am Ausrasten. Aufgeregter als ich. Ja, und dann müssten wir mal schauen wegen den Frachtcontainern. Wenn die da hinten sind, müssen wir ja eh mit den Dings da fahren, ne? Mit den Dings da ist gut. Ne, wäre ich hier schon mal lang gefahren? Ich bin hier schon mal lang gefahren. Warum habe ich den jetzt erst entdeckt? Ich bin da über die Leitplanke rüber gerollt. Oh, naja, das werde ich so nicht schaffen. Jetzt müssen wir ganz komisch hier außen lang. Boah, ich weiß nicht, ob das hier so alles so der coole Weg ist. Also der Weg, ja, aber Manöver. Ich glaube, das hätte man auch irgendwie anders machen können. Naja, ist egal. Solange da kein Dekorasen steht, ne, ist das halt egal. Gudi. Da haben wir ja schon ein bisschen weiter. Können wir nämlich die Bedenholzer mit auch mitnehmen? Dann hätten wir schon mal vier eigentlich, ne? Weiß ja nicht, ob wir mit dem Gabelstapler das Ganze denn da reinschieben oder hier irgendwie reinschieben können. Das werden wir dann gleich sehen, wie das aussieht. Das Ganze. Wir geben erstmal das ab. Und dann sieht schon mal gut aus. Und dann ist das eigentlich denn eine Gaudi-Sache. Eigentlich. Oh. Ja, gefällt mir. Das ist, es läuft ein bisschen. Aber das ist ja jetzt erstmal auch klar, das ist der Hauptgebäude. Und ich denke mal, das Hauptgebäude wird eines der wichtigsten Gebäude sein. Gehe ich mal jetzt einfach stark davon aus. Wir machen auch wie folgendes jetzt. Ich versuche hier gleich irgendwie erstmal einen Container und dann versuche ich das reinzuschwingen. Was haltet ihr davon? Ihr könnt ja eh, ist ja egal, was er sagt jetzt, ne? Das ändert sich ja eh nicht. Also, erstmal entladen. So, und dann nochmal in den Kranmodus rein, genau. Keiner hat gesagt, dass er ganz sein muss, ne? Na, kriegt er den noch höher? Na, so ist doch gut. Ah, scheiße. Neben geklickt. Was, der hängt da wirklich? Ich dachte, der... Ah, ja, ah, ja. Ah, ne. Ne, 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 ne. Ja, ey, der hängt da mit dir... Ah, oh, diese eine Kante da, ne? Ey, gibt's doch gar nicht. Ist das ein Blödsinn? Okay, ich gleich mal los hier. Wir müssen ja ein bisschen wegfahren oder so. Oder den da einfach reindüpsen. Eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht, ne? Mich mal ein bisschen anders hin positionieren. Okay. Oh. Voll daneben.
Warum will der nicht weiter rein? Achso, weil schon Endstation, ne? Ja, okay, den Rest mache ich dann beim nächsten Mal. Er steht ja jetzt, er geht ja nicht verloren, ne? So, gut. Come on. Wir können wieder verladen, wir können den Kran wieder herstellen. Der Rest ist erstmal egal. Raus aus dem Menü. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier hinten lang. Ne, oh. Die Kistensituation, die kenne ich noch, ne? Und dann mache ich mir die ganze Schürze vorne im Arsch. Ja. Hab natürlich jetzt gehofft, dass die Hütchen nicht aus Beton sind. So. Und dann geht's hier. Haben wir ja nur ein paar Meter bis zum anderen da. Mit der. Und der Frachtcontainer ist alles der. Also was heißt im Frachtcontainer? Mit der Unterkunft ist denn alles gut. Oder habe ich mir jetzt einen Frachtcontainer geholt? Ist dann eine Unterkunft, oder? Hätte die gebaut? Klar. Nee. Oh. Hier wird es wirklich immer enger. Ich glaube, hier müssen wir erstmal wirklich Platz machen. So, das Dümmste ist natürlich, dass eigentlich nur der Sixt hat Platz für. Also der hat einen. Der hat einen. Ey, ich muss hier aufräumen, wa? Verdammte Axt. Okay, wir werden hier wirklich mal aufräumen. Wenn ich geradeaus hier runterfahre, bin ich denn. Da haben wir denn eine richtige Abkürzung? Guck mal, er will ja eigentlich. Er hat hier einen kleinen Weg, ne? Ich werde es einfach mal ausprobieren. Ich werde jetzt hier mit den Kleinen mal runterfahren. Also kann ich erstmal hier irgendwelchen noch nachtanken, die vielleicht wichtig sind. Der Royal. Also, ne, erstmal muss ich den Six oben auswählen. Das wäre ganz gut. Also, der ist ja unten auswählen. Genau. So, der Royal kriegt einen Schluck. Der große Six kriegt einen Schluck. So, den können wir eigentlich leer machen. Mit denen können wir mich denn nochmal voll machen, ne? Genau. Ja, die Frage ist nur, welches ich hier. Achso, mein eigenes fresse gerade auf. Aber irgendwas habe ich da gerade auch aufgefressen, oder? Ah, ist egal. Irgendwas. Ne, ich glaube, ich habe von irgendwo falsch genommen. Und irgendwo geradeaus sollte ja runtergehen, ne? Guck mal. Eigentlich genau hier, ja. Und da bin ich mal gespannt. Also zumindest ist da so eine Spur auf der Karte. Und das sieht auch so aus, ob könnte man hier einfach runterfahren. Ja, war bestimmt mal ein alter Weg. Der wahrscheinlich nicht mehr so cool ist, aber ich glaube für unsere. Vorhaben reicht das hier. Hier zeigt er einfach an zur Garage. Also ich weiß, dass ich hier eine ganz schnelle Abkürzung nehmen könnte. Aber so krass wollen wir das ja jetzt auch nicht machen. Nö, 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 nö. Okay, gut. Nee, wäre auch hier jetzt, glaube ich, nicht so das Geilste. Ich jetzt hier. Weiß nicht, manchmal habe ich ja dann so eine Eingebung und dann würde ich das dann doch so machen. Da ist die Garage, also müssen wir hier runter. Und dann, ah ja, ist das hier so runter. Oh Gott, ey. Ja. Was machst du denn schon wieder hier? Ich weiß es nicht. Ja. Auf einmal rollt er da quer. Er weiß ja gar nicht, warum er da rutscht. Aus welchen freien Stücken.
Alter Schwede. Ja, auf jeden Fall habe ich mir hier ein bisschen Zeit gespart hier mit dem Weg, glaube ich. Obwohl man ja, ja, ich will dann nicht übertreiben, ne, mit Zeit gespart, weil muss ja, kann ich nicht hier jetzt auch links rein? Ja? Weil ja der andere Weg ja über die Schnellstraße ja relativ schnell geht, ne? Ja, ohne Schnellstraße. Aber der Rest hat jetzt hier eigentlich relativ locker flockig funktioniert, muss ich sagen. Und zumindest noch mal den Anhänger und wir haben einen Platz da oben wieder frei und können das abgeben. So, den hier auch mal wieder ein bisschen Geld machen, ne? 120.000 haben wir noch. Den jetzt hier eigentlich nicht im Weg. Gehen denn zum Asuf, dann können wir dann schon mal. Aber ich sehe es ja gleich auf so einem Wohncontainer. Ja. Fette Sau, ein bisschen Platz hätte er ja machen können, ne? So, Frachtcontainer, Rinder mit. So, dann hätten wir den einmal noch hier. So, wie gesagt, wir haben da unten Wohnbereich. Ich weiß jetzt nicht, ist das da Unterkunft? Ja, eine Unterkunft steht da, okay. Also könnten wir jetzt noch eine bauen. Wir bräuchten nur ein, die normalen Container. Und die normalen Container, wenn jetzt da hinten einer ist, ne? Wir gucken mal in den Lager. Boah, ey, warum haben wir nirgendwo da? Da haben wir Ziege und Metalldinger. Hier haben wir einen Frachtcontainer. Hier schon mal einer. Aber ist wirklich nur einer. Oh, die müssen wir sonst alle von drüben holen. Oder ich muss diese Quest finden, ne? Ist ja noch eine Quest hier irgendwo. Werkzeug für das Lager. Ah, hier. Werkzeug für das Lager. Nee. Bin ich da nicht gerade irgendwie vorbeigefahren? Naja, was heißt vorbeigefahren? Wir waren ja, schau mal, wir sind so hier. Ja, ist doch schon ein bisschen. Der Tatarin steht ja gar nicht so weit weg. Können wir uns das noch holen? Also klar, wir können den Frachtcontainer machen. Ich glaube, das ist auch okay. Ne, jetzt haben wir Mission. Also wir brauchen Werkzeug für das Lager. Jetzt habe ich die gefunden. Oh, gesehen, ne? Super. Und sonst müssten wir jetzt einen Truck wechseln. Und zum zu den hier. Und dann könnten wir hinten denn so einen Frachtcontainer noch holen aus dem Lager. Jetzt habe ich aber nicht geguckt, welches Lager, ne? Ich habe da einfach aufgeklickt, aber nee, guckt welches Lager. Der hier? Nicht? Ach hier, der hier, okay. Ja, das ist ja einmal denn die Straße lang, ne? Und damit könnten wir denn ja auch machen, ne? So gesehen, können wir hinten einmal lang fahren. Achso, oh. Oh, vorne die ganze fette Rolle nicht gesehen, ne? Ich glaube, ich nehme das mal hier so als Foto. Das können wir eigentlich auch direkt so nehmen. Das ist ja schon hier ein richtiger Stau, ey. Dann machen wir uns ein bisschen selber Platz. Ich glaube, das ist auch cleverer, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt schon das Holz mit auf dem Hinweg. Irgendwie so, habe ich so das Gefühl. Muss jetzt nicht das Schlauste sein. Aber wir kommen ja von oben, wenn das mich recht hin sind, nach unten jetzt gefahren. Also abwärts. Wir können es, glaube ich, besser eintüten, als wenn wir jetzt den berghoch dann machen wollen. Aber glaube ich auch nur zumindest, dass das denn so ist. Weiß auch nicht, ob wir gleich das Holz alle denn verschwenden oder einfach erstmal auf dem Auto lassen.
wird auch so eine Sache sein, ne? Aber erstmal nehmen wir es mit. Bevor es weg ist. So, das hier ist ja hier die richtig kritische Stelle. Das hier denn, das hier nicht so, aber das hier. Naja, bin mal gespannt, ob wir denn den Weg. Ich würde es dann probieren. Das werden wir nicht mehr in der Folge schaffen hier. Na, er rollt ein bisschen, ne? Okay, den ersten können wir schon mal aufladen. Oder fahrt ihr anders? Ne? Na, kommen wir an den zweiten ran? Nein. Oh doch. Oder? Weiß jetzt nicht, ob er den bloß nicht kriegt, weil da die Handbremse davor ist. Ah. Ah ja. Besser ist das Ganze. Ja, und den Titel mal das noch ein. Komm schon. Aber ich glaube, dass es besser ist, wenn wir sagen, wir fahren da wirklich über den Berg wieder zurück, weil ich glaube nicht, dass das so geil ist. Frage ist ja auch jetzt, wenn ich den hier wegnehme, den Klotz, ob ich den runterrutsche. Ja, so kann man es auch machen, ne? Na, da war ja ein Satz mit X, ne? Boah, nix. Na, Ewigkeiten jetzt mit der rum. Geil. Siehst du? Dann lebt das schon mal. Ah, das ist so glatt. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu mache. Ich glaube, der. Irgendwie die Vieh rutscht da dann auch weg, ne? Müssen wir eigentlich über den Matschbergkamp irgendwie rüberfahren. Weil das wird schwierig, jo. Ich würde es ja gerne ausprobieren. Also wenn ich denn wirklich ein bisschen vorsichtig denn am Rand irgendwie, na, weiß ich nicht. Ob das wirklich der Goldene vom Ei ist, aber. Naja. Stimmt, wir haben einen neuen Weg gelernt, also ich zumindest. Für mich war der neu, für euch nicht so. Man kann hier hinten lang. Meint ihr, es macht schon Sinn, wenn ich eine Metallrolle mitnehme? Von hinten einfach so. Oh Mann, ist aber auch eng hier. Mehr, ob sich für hier so der Weg gelohnt hat. Also ich weiß, dass er viel kann und das wird ihn am wenigsten stören. Aber das stört ihn schon so ein bisschen. Ach, der kann, ach so. Naja, da müssen wir schräger. Ja, das wird der nicht können. Da ist der einfach ein bisschen zu lang, ne? Aber der ist ja auch ein Tier, das wird ihn jetzt hier nicht großartig stören. Da wird er einfach hier so mit rüber. Das Ganze. Oder ich fahre bis hinten hin so. Das stört ihn nicht.
Der wird halt auch auf dem Rücken dahin zotteln, ne? Wenn es sein muss. Aber mit der Metallrolle? Ich weiß nicht, ob wir einen damit holen. Wird auf jeden Fall interessant. Ich sag dann schon mal Tschüssikowski. Wir laden das dann beim nächsten Mal ein. Und dann, ja, habt auch noch einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.